Europe What's Left, so nennt die Rosa-Luxemburg-Stiftung ihre europäische Strategiekonferenz, in der die Stiftung sich mit Fragen zum Zustand der Europäischen Union, der europäischen Einigung, aber auch natürlich der europäischen Linken befassen möchte. Und ich bin sehr froh, dass hier heute Abend doch so viele Personen gekommen sind, um bei der Auftaktveranstaltung zu dieser Konferenz teilzunehmen, wo wir uns mit Fragen des Spielraumes und der Möglichkeiten linker Regierung in Europa befassen werden. Im Dezember 2014 und im Januar 2015 haben zwei linke Regierungen in Europa ihre Amtsgeschäfte übernommen, und während die eine relativ unaufgeregt, anscheinend zumindest relativ unaufgeregt, ihr Programm umsetzen kann, nämlich in Thüringen, hat die andere doch für mächtig Furore auf dem europäischen Parkett gesorgt. Die griechische Regierung hat so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit erzeugt in der Auseinandersetzung um die Zukunft der europäischen Integration, hat Fragen aufgeworfen zum Zustand der europäischen Demokratie, zum Zustand des Verhältnisses Nationalstaat, Europäische Union, Nationalstaat, Finanzmärkte, aber auch Währungsfragen sind in den Mittelpunkt der Debatte gerückt. Deshalb freue ich mich, dass wir der Stiftungstradition entsprechend hier heute nicht nur über linke Regierungen und Vertreterinnen und Vertreter von linken Regierungen und ihre Politik reden wollen, sondern mit ihnen. Wir haben zwei Gäste heute hier als Rosa-Luxemburg-Stiftung zu diesem Panel eingeladen. Zum einen Yorgos Katrougalos, er ist Minister für Arbeit, soziale Sicherheit und soziale Solidarität in Griechenland. Herzlich willkommen. Und zum anderen Susanne Hennig-Welso, Partei- und Fraktionsvorsitzende in Thüringen der Partei Die Linke. Und vielleicht kurz als Anekdote, die beiden haben sich heute das erste Mal gesehen, weil das letzte Mal, als sie die Gelegenheit hatten, sich zu treffen, als George in Thüringen war und dort für Ausbildungsplätze auch verhandelt hat mit der thüringischen Landesregierung, war Susanne zur selben Zeit in Thessaloniki und hat dort geguckt, wie man gemeinsam kommunalpolitische Projekte voranbringen kann. Also da stimmt zumindest der Austausch zwischen den beiden auf dieser Ebene. Zum Ablauf, ich würde gern den beiden Diskutierenden hier vorne die Möglichkeit geben, uns jeweils über die Situation ihrer Regierung und ihrer Politik natürlich auch zu informieren. Das ist wichtig für uns gemeinsam, um dann in die Diskussion einzusteigen. Eventuell werde ich erstmal ein paar Fragen stellen, das werden wir sehen, wie lange ihr braucht, aber ihr habt beide 15 Minuten scharf, das wisst ihr, also bitte nicht überziehen, weil im Anschluss daran natürlich unsere lieben Genossinnen und Genossen, Freunde und Freunde, die heute Abend hier mit uns sind, die Möglichkeit haben sollen, auch auf das, was ihr gesagt habt, zu reagieren und Fragen an euch zu richten. Zunächst würde ich George bitten, mit seinem Statement zu beginnen. Ich bin sehr gespannt, was du uns zu sagen hast über die Situation in Griechenland, über den Stand der Verhandlungen, über die Flüchtlingsfrage, wie ihr gemeinsam mit eurem Koalitionspartner die Politik der Regierung gestaltet. Ja, bitteschön. Dear comrades, dear friends, first of all, many thanks for the invitation and also for the initiative to organize a conference on the strategy of the left in Europe. Contrary to the organizers, I'm very optimistic about the perspectives of the left in Europe. And before answering the question with what is the situation in Greece, I must connect what's happening at the national and at the European level, because they are clearly interconnected. We would never be a government in Greece, a party of 4%, if there was not a generalized crisis of the political system throughout Europe. And this political crisis translates the crisis of the dominant neoliberal paradigm. Because what's happened in Greece during the five last years before we came to power was not the implementation of qualitatively different policies than the policies implemented in other European countries. It was the same neoliberal agenda, simply in Greece more condensed at a superlateral degree. And also, another characteristic of the neoliberal
character of the memoranda implemented beyond the national decisions of a normal parliamentary Western democracy, imposed by outside. To give you an example, all political parties and all social partners were against the reduction of the minimum salary in 2012. All the political world, all the social world. And however, our partners, our creditors, managed to have their say and not the say of the majority of the population. However, and keep that as my first point, Greece was the locus of a huge social experiment of trying to implement the same neoliberal policies to an extent never till this moment tried in another European country. In this way, you must have in mind Greece as Europe in fast forward. What they would hope to achieve in Europe, they tried to pass it in Greece. And this social experiment failed because the political system collapsed and we have been electing the power, not just once, twice. Have that in mind when we are speaking about defeat or capitulation. I'm going back to that later on. Why do I think that the perspectives of the left in Europe are good? Both for objective and subjective reasons. The objective reasons is the clear failure of the policies of neoliberalism. Not only we have deep societal crisis, the middle class is eroding in all European countries. Even here in Germany, where due to the central position of the country in the European architecture, still the real salaries of the working class have not risen the last 10, 15 years. And of course the situation is much worse in the most other part of Europe. Inequalities have hit a record even higher than what they used to be in after the great crash of 1929. Just imagine that now in the developed societies, and this is according to IMF data, 1% of the population has more wealth than the 90% of the societies. According to Oxfam, 62 individuals in 2015 had more wealth than the half of the whole human population. And of course, this reflects to the dismantlement of the welfare state, to full insecurity in working life, that is to the demise of what constituted the basic compromise of the welfare state. And if these are the objective conditions of the failure of the system, I could continue on. We could look also at the economic performance. At the other side of the Atlantic, Obama, being a mild neo-Keynesian, has managed through the national health system, health plan, which is very far away for any public scheme in Europe, of course, but still it was a progress with regard to the standards in the US, by raising the minimum wage, achieved much greater rhythms of growth than the austerity in Europe, where we have practically stagnation. But what about the subjective conditions? Exactly because of the failure of these policies, now, in the majority of the European countries, the political systems are in crisis. That is, those that are up cannot anymore govern as in the past, and those who are down do not want to be governed as previously.
do not look just at Greece or Portugal. Look also in Austria. The fact that the two dominant parties both gained less than the 1/4 of the votes, it's clear, a clear sign of the disenchantment of the establishment, of the population vis-à-vis the establishment, the political establishment, and also the dominant policies. Look at the polls. There is not even one European country where the majority of the population is satisfied by the level of democracy. And as you understand, there is a clear feeling that our children, if we do not react, are not going to have a better but a much worse life than this of ours. In this context, there are two possible answers. One offered by the left, let's say a Syriza response, and one offered by the right, let's say a Le Pen response. Sometimes, superficially, they look the same. Defense of the European social model, for instance. Sometimes, when I was at the European Parliament, and here in Le Pen, there were paragraphs of her speech that I could have signed. But of course, it's completely, diametrically different theorizations of the situation. The right-wing response wants to go back to a golden past of the national blood and soil, which never existed, and of course cannot return. And they are repeating the same political narrative in the 30s. They try to offer to the middle class a scapegoat to the position of the Jews, the refugees and the immigrants. And of course the reply of the left is completely different. Not only reject of the neoliberal austerity, but also an effort of promotion of new institutions of direct democracy, of giving voice to those who do not have any kind of voice. And what is the place of Greece in all that? From the beginning, we knew that we could not change Greece without changing Europe. It is not possible to have a social Greece in a neoliberal Europe. During our first administration, we have been over-optimistic on how we could influence the balance of power in Europe. But we must not be nihilistic. Now we do not have just one government of the left in Europe. We have another one in Portugal. It is very probable that we are going to have one in Spain. Jeremy Corbyn is also a sign of this contestation from the left. So, what started by the indignados in Spain and passed in Greece by Syriza and continued by Nuit Debout in France and in Portugal and in Spain shows that there is a clear potential of the European left. Provided that we are making new alliances, that we manage to draw the left of the social democracy in a position like that in Portugal and to not like that of PASOK in Greece. And I think the social democrats are really seeing now that if they continue their alignment with the neoliberalism, they're going to have the fate of PASOK. This pacification, this evaporation, this annihilation of the social democrats parties when they identify themselves completely with the neoliberal policies, it's a clear evidence of what is happening. And the alternative, what's happened in Portugal, is the different paradigm. In July, we had a very painful for us compromise. As you know, we tried to have a new deal, to strike a new deal with our partners that would not repeat
the same recipe of austerity. At the end, in July, both sides have used their ultimate weapons, their atomic bombs. Our atomic bomb was the referendum, to show them and to show to the European societies that it is not just the Greek government, but the Greek society at large that was rejecting these policies. We have overestimated, however, the degree of the democracy at transnational European level. Democracy factioned in Greece through the referendum. It did not faction at the European level. And we have also underestimated the political willingness of the most extreme neoliberal cycles in Europe and in Germany to try to destroy a small country like Greece just to show to the other European peoples that there is not any possible alternative to the austerity, to the orthodoxy of the one and only liberal way. So what was the atomic bomb of the other side? This famous coup, this negation of the European Central Bank to increase the liquidity of the Greek banks, completely in a different way than what they have done in 2012, when Greece was facing the same situation. Have in mind that the Greek banks have not been insolvent like in Cyprus or in Ireland. The Greek banks, both in 2012 and in 2015, have passed the stress tests of the European Central Bank. They had a problem of liquidity because the political uncertainty made a lot of Greeks to go and withdraw their deposits. In 2012, the European Central Bank has sent 20 billion of euros in hard currencies, in paper notes, from Italy to Greece. In 2015, he has refused to act according to its mandate. Exactly because they wanted a Greece with the banks closed and the Greek government of the Syriza facing a trilemma. We had three options. One was to try for a heroic sacrifice, to continue with the banks closed. It would not be for weeks, very probably it would be for days. We would not be in position to pay salaries, to pay pensions, and we would have to proceed to a very huge haircut of the bank deposits. The other alternative would be capitulation. Capitulation would signify that we'd give up to the governmental power and accept the proposals we had to participate, either to participate to a great coalition with the political parties that were supporting the oligarchs, the political parties that have been rejected by the Greek people, or even worse, to stay at the corner and leave the old owners of the political life to govern. And the third option was the one that we have followed, that was making a very painful compromise in order to stay alive and continue to have to give the fight against austerity and neoliberalism. We have signed a memorandum which, although it was milder than the previous ones, we can discuss later why it was milder, both regarding its fiscal impact or its qualitative characteristics, less privatizations, for instance, but still, it was a neoliberal document. And why a government of the left continue to govern if it has signed such a document? Exactly because for us, the real bet was how to neutralize the neoliberal elements existing within the MOU, how to counterbalance the recessionist impact of the austerity measures with measures of our own. Is this possible? It is a very difficult equation, but yes, it is possible. We have proven that it is so with our reform of the pensions and the tax system.
For the first time, we have applied rules of equality to everybody. In the past, the clientelistic system of the old political patrons of the Greek political life had a very fragmented system. Let's take the example of pensions. Not the same rules for everybody, but special favors to clientele that was friendly to the old political parties. We put an end to that. Look at what we had to do. We had commitments by the MOU. Reduce the expenditure of pensions for pensions by 1%. If we were doing just that, we would not be different than the others. And we would never want to appear our politics to the Greek people as one of the lesser evil. We want to present our policy as a policy of the left. So what we have to do was to respect our engagements, because they had our signature behind this text, but try to incorporate this engagement in a much more sweeping reform of the pension system that would have the basic principles of the left as underpinning principles: equality and social justice. I have spoken already what we have done with regard to equality, applying the same rules for everybody, salaried of the private and the public sector, liberal professions, farmers, through one and only single social insurance fund. And having deviation from this principle of equality only for protecting the poorer and the more vulnerable. We have, for the first time in Greece, deviating from the Bismarckian type of social insurance we had till now, and provided for a national pension financed not by social contributions, but by taxes. And we have said that everybody would receive this flat rate national pension, estimated at the level of poverty, at the threshold of poverty, so as to protect everybody from the danger of social exclusion and extreme poverty. And on top of that, of course, there is the pension that corresponds to contributions. At the end, we managed to have a public social insurance system. We have managed to reject the demands of the IMF and the European Commission to introduce private element to our system. And finally, the replacement rates that our system gives is the highest in Europe for the middle and lower income. So, we managed to have a left reform, which completely different than the pensions reform of the last 10, 15 years in Europe. And with the tax reform, we have tried to make the same, that is, putting the burden to the richer in order to alleviate the poorer and the middle class. Is it enough? Of course it is not enough. What we managed to do till now was to share in a more equitable and fair way the burden of the crisis. If the economy does not restart, we would not be able to do what the Greek population expects for us: redistribute the gains of the development. That's why we have a new development law that aims to change the productive model of Greece from one based just on private and public consumption to one that is going to exploit the basic geopolitic advantages and economic advantages of the Greek economy. I'm going to speak later for that because I'm already passing my time. Just one more minute. My last 2 points have as follows. After the painful compromise we have done, we have gone to the Greek people and asked them if they would trust us again. Because, of course, the compromise was completely different than the one we had in our program of January of 2015. And do not forget that the Greek people has trusted us again, because they knew
the character of our compromise. My second point is, why would we have now a better chance for recovery? Exactly because we have passed this first review of this program without having to succumb to blackmails and adopt neoliberal policies. We have tried something would be quite unthinkable, to respect our commitments with regard to the fiscal goals of the MOU and simultaneously following a policy of the left. Now the perspectives of the Greek economy are better. Why? Because this long uncertainty has finished and because we have now a clear roadmap for the debt. Standard & Poor's has already improved their provision on the perspectives of our economy. The first signals for the tourist period is good. We hope that we're going to be back to recovery, to positive rhythms of development from the second part of 2016, this year. And basically, we look forward to strengthen our solidarity with the other peoples of Europe, especially at the south, exactly because I have mentioned at the beginning, it is not possible to have a social country in a neoliberal Europe. We must change our countries so as to be able to change also Europe. Thank you. George, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du von Anfang an in dieser Debatte den Zusammenhang zwischen der nationalstaatlichen Ebene und der Politik, die ihr in Griechenland versucht umzusetzen, zu der ihr teilweise gezwungen seid, sie umzusetzen, und der europäischen Ebene hergestellt hast. Es sind unglaublich viele Dinge angesprochen worden, auf die ich am liebsten sofort reagieren würde, aber spare ich mir, das überlasse ich dem Publikum. Ich möchte nur einen Punkt rausnehmen. Du hast den Zusammenhang hergestellt zwischen der Politik der Sozialdemokraten, der Sozialisten in Europa, die ja jahrelang tatsächlich in den meisten Ländern einen bestimmten Kurs, du hast ihn als neoliberal bezeichnet, mit unterstützt haben. Dadurch ist eine Repräsentationslücke aufgetreten in den Gesellschaften und du hast dargestellt, dass es zwei mögliche Antworten darauf geben kann, entweder eine, die von der Linken formuliert wird oder eine, die von der Rechten formuliert wird. In Südeuropa bin ich im Moment relativ optimistisch, was das betrifft, weil sie da eher von der Linken formuliert wird. In Zentraleuropa, Nordeuropa sieht es hingegen etwas anders aus, auch in Osteuropa. Susanne, die AfD ist auch in Thüringen mittlerweile ein enormes Phänomen. Ich glaube, auch mit enormer gesellschaftlicher Mobilisierungskraft habt ihr als rot-rot-grüne Regierung nur eine parlamentarische Mehrheit oder habt ihr auch noch eine gesellschaftliche Mehrheit? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe auf dem Weg hierher schon gedacht, das wird ein großes Experiment, Griechenland und Thüringen auf einem Podium zusammenzuführen. Aber ich glaube, dass es zumindest in Punkten möglich ist. Ich will vorab etwas Wein in den Optimismus gießen, obwohl ich selbst Optimistin bin, weil ich glaube, dass es nicht ausgemacht ist, welche Antwort beziehungsweise welches politische Konzept, kann man ja auch immer nicht sagen, sondern welche kulturelle Strömung sich am Ende durchsetzen wird, ist es die Linke oder die Rechte. Ich bin eher der Auffassung, das ist noch nicht entschieden und gerade für Deutschland und Osteuropa, die nordeuropäischen Staaten, stehen, glaube ich, die Zeichen gerade anders als in Südeuropa. Ich habe schon bei der Regierungsbildung immer gesagt, in Thüringen, für diejenigen, die mit Thüringen noch nicht so viel zu tun hatten, im Dezember 2014 wurde in Thüringen der erste linke Ministerpräsident eines Bundeslandes in Deutschland gewählt. Denkbar knapp mit einer Stimme im Thüringer Parlament. Also von 91 Sitzen haben wir 46 eigene Sitze als Koalition. Und ich habe auch damals schon gesagt, wir haben eine Wahl gewonnen, aber wir haben keine gesellschaftlichen Mehrheiten. Und es wird Auftrag dieser Landesregierung auch sein, gesellschaftliche Mehrheiten auszubauen mit dem, was sie in der Regierung auch tut und wie es gelingt, Politik tatsächlich für die Menschen begreifbar und erlebbar machen zu können. Mittlerweile hast du recht, die AfD ist in Thüringen ein politischer Faktor geworden. Derzeit stehen, also wir haben
zur Landtagswahl 2014 die AfD bereits mit 11% im Thüringer Landtag gewählt bekommen. Wir haben in Thüringen den wahrscheinlich vielen, zumindest aus der Bundesrepublik kommenden, bekannten Björn Höcker als Fraktionsvorsitzenden der AfD, einen der prononcierten extrem rechten Vertreter der AfD, und genauso läuft auch die Mobilisierung auf der Straße. Rassistische, antisemitische, anti-islamistische Demonstrationen, die in ihrer Widerwärtigkeit nicht zu überbieten sind. Insofern, denke ich, haben wir mit der Krise der Demokratie, die Georgios hier beschrieben hat, durchaus einen Umwälzungsprozess in Bewegung bekommen. Ich glaube aber gerade für Deutschland bzw. Thüringen sagen zu müssen, dass die Antwort nicht unbedingt in einer Stärkung der Demokratie, also von denen, die an die Demokratie nicht mehr glauben, liegt, weil sie durchaus Demokratie als zum Beispiel Karriere von Eliten empfinden, von Umsetzung eigener Interessen, aber nicht der Interessen der Menschen, sondern dass die Antwort für viele eben auch in der Abkehrung zur Demokratie liegt und der Suche nach Führung, möglicherweise auch in Einzelpersonen. Und das ist es, du hast es angesprochen, ich habe im vergangenen Jahr mit einem Überlebenden des KZ Buchenwalds gesprochen, Günter Pappenheim, der sehr deutlich und sehr eindrücklich und sehr beeindruckend schilderte, warum er der Auffassung ist, dass wir uns durchaus in einer Parallelwelt zu den 30er Jahren bewegen. Und ich glaube, die letzten Wahlen und die letzten Wahlen auch außerhalb Deutschlands zeigen uns, dass wir zumindest dieses Signal wahrnehmen müssen und da eine Verantwortung haben. Die finanzielle Knebelung Griechenlands der südeuropäischen Staaten, Austeritätspolitik, ist ja eng verbunden, auch mit Thüringer Politik, weil wir natürlich Teil der Bundesrepublik sind und Deutschland explizit ja auch beim Thema Austeritätspolitik eigene Interessen durchgesetzt hat. Das unterscheidet am Ende die politischen Möglichkeiten, die wir haben, insofern, dass Griechenland der Austeritätspolitik direkt ausgesetzt ist und wir diejenigen sind, die in Deutschland von Austeritätspolitik profitieren, auch als Thüringerinnen und Thüringer. Ich versuche jetzt mal den kleinen Bogen zu Thüringen zu machen. Ich hatte mich sehr viel konkreter vorbereitet, aber wir werden dazu sicherlich noch kommen. Die finanziellen Rahmenbedingungen, die neoliberalen Mechanismen Europas treffen natürlich am Ende auch Thüringen. Wir sind in der konkreten Politik abhängig von den Entscheidungen, vor allem von den finanziellen Entscheidungen der Bundesrepublik, natürlich auch von politischen Entscheidungen, die Bundesebene fällt, und unsere Handlungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Allerdings bin ich da auch da optimistisch und sehe es auch als Verantwortung von uns Linken, die wir hier sitzen, ob wir in Bewegung aktiv sind, im Parlament, in der Regierung oder eben außerparlamentarisch als Genossinnen, dass wir dort, wo wir sind, das Beste versuchen zu tun, um linke Politik umzusetzen und Menschen von linker Politik zu begeistern. Das versuchen wir in Thüringen, ganz konkret natürlich auch in der Regierungsarbeit. Thüringen ist ein relativ kleines Land, wir haben 2 Millionen Einwohner, wir haben, ich sage immer, eine große Stadt, andere behaupten, wir haben 2 große Städte. Das wäre Erfurt mit 200.000 Einwohnern und Jena mit etwa 120.000 Einwohnern. Also im Vergleich zu Berlin, wo wir uns gerade befinden, brauche ich, glaube ich, nicht von größeren Städten zu sprechen. Wir haben aber natürlich mit der ländlichen Bevölkerung, mit der ländlichen Politik auch eine besondere Herausforderung, die manchmal auch die Thüringer Politik etwas, also die linke Thüringer Politik etwas provinziell erscheinen lassen, aber im Grunde auch eine Antwort auf die Lebensbedingungen für die ländliche Bevölkerung in Thüringen darstellen. Wir haben diese Regierungsführung erkämpft, weil wir seit vielen Jahren in Bewegungen, in Netzwerken, in Partnerschaften unterwegs sind. Wir sind Partnerinnen von Gewerkschaften, wir sind Partnerinnen in sozialen Bewegungen, Verbänden. Wir haben zusammen mit unseren jetzigen Koalitionspartnern, deswegen sei mal ein Einschub gestattet, ist das ständige Parteienbashing anderer Parteien nicht immer hilfreich, Klammer zu.
haben wir seit vielen, vielen Jahren zusammen in Thüringen Politik gemacht. Wir haben zusammen gegen Nazis gestanden, Volksbegehren gemacht, in der Opposition zusammengearbeitet. Das war auch einer der Gründe, warum wir am Ende in der Lage waren, gemeinsam eine Regierung zu schmieden. Wir sind ähnlich wie Griechenland, nur natürlich immer im kleineren Maßstab gedacht, von vornherein mit der Kritik, mit dem Widerstand der rechten Bewegungen konfrontiert gewesen. Wir hatten Demonstrationen in Erfurt gegen die zukünftige Landesregierung geführt, von der konservativen CDU bis hin in rechte Bewegungen hinein. Und ich würde auch heute deutlich sagen, das war nicht nur eine Demonstration, auch in Fortfolge bis heute, gegen eine linke Regierung oder eine linksgeführte Regierung, sondern eben auch durch die Linke, gegen die Linke als Bewegung, was uns alle nicht kalt lassen sollte. Die Linke ist nicht in diese Regierung gegangen als einsame Entscheidung einer Regierung, Führungsspitze, sondern wir haben versucht, von vornherein das Politikmodell, was wir auch leben wollen, nämlich Demokratie von unten, Basisdemokratie, haben wir auch mit dem Koalitionsvertrag versucht umzusetzen. In Thüringen haben alle drei Parteien Basisbefragungen gemacht und alle drei Parteien haben ihre Mitglieder entscheiden lassen, ob diese Regierung zustande kommt. Bei uns haben 94% der Mitglieder entschieden, ja, wir wollen diesen Weg gehen. Um etwas aus dem Inneren der Regierung zum heutigen Tag zu benennen, würde ich ein bisschen die letzte Zeit nutzen, weil das auch ein bisschen was von den möglichen Antworten deutlich macht. Wir regieren jetzt in Thüringen etwa 600 Tage, glaube ich, 550, 600 Tage, das ist keine lange Zeit. Und vor anderthalb Jahren, da wird es uns so gehen, wir unseren griechischen Genossinnen haben wir überhaupt nicht geahnt, welche Herausforderungen die Flüchtlingsfrage für uns bieten wird. Das hat natürlich sofort durchgeschlagen, auch auf die politischen Möglichkeiten, die wir in dem kleinen Land Thüringen haben. Wir haben einen eigenen Landeshaushalt, wir haben eigene Möglichkeiten, Erstaufnahmeeinrichtungen, Integration zu gestalten, aber da hört es auch schon auf. Ich sage das mit aller Deutlichkeit an diesem Punkt der Politik, weil wir uns das Regieren, als wir die Koalition gegründet haben, natürlich unter anderen Voraussetzungen vorgestellt haben. Und jetzt in einer Situation sind, wo wir diese Herausforderung gemeistert haben und trotzdem der Auffassung sind, dass wir internationale Solidarität nach wie vor leben müssen und Menschlichkeit und Flüchtlingspolitik zusammengehören und wir deswegen auch immer wieder versuchen, die griechischen Genossen zu unterstützen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Ich mache mal noch einen kleinen Schlenker, was eigentlich so die Schwierigkeiten bzw. die Voraussetzungen auch der linken Führungsspitze in Thüringen sind. Was ich immer unterschätzt habe, da wird es den Griechen ähnlich gehen, ist der vierte Koalitionspartner, nämlich der Staatsapparat. Der Staatsapparat, dem es egal ist, wer unter ihnen Minister oder Ministerin ist oder eine Regierung führt, bis dahin, dass es einen Zeitpunkt gab, wo es auch in Thüringen spürbar war, dass der Staatsapparat begonnen hat, gegen die Landesregierung aktiv zu arbeiten. Das ist eine Erfahrung, die muss man erst einmal machen, um auch Führung neu gestalten zu können und Politik anders durchsetzen zu können, trotz des Apparates und ihn versuchen wiederzugewinnen. Der zweite Punkt, wir haben keine linke Regierung in Thüringen, wir haben die Führung der Regierung durch die Linke. SPD und Grüne verstehen sich auch in Thüringen durchaus nicht als linke Parteien, die SPD immer in der Abgrenzung nach rechts uns gegenüber, die Grünen ausdrücklich als bürgerliche Mittepartei, die vielleicht mal das eine oder andere Thema, was links angehaucht ist, unterstützt, aber sich durchaus nicht als linke Partei versteht. Das bedeutet am Ende, dass wir als größte Partei, deutlich größte Partei, auch der Kitt dieser Koalition sind und immer wieder die Positionen zusammenführen müssen und daraus politisch erkennbar auch die Linke hervorgehen lassen muss. Wir haben den Vorteil, das zeigen Untersuchungen, alles, was die Thüringer Landesregierung macht, macht Bodo Ramelow und alle anderen finden nicht statt. Das bedeutet insofern, dass auf der Person des Ministerpräsidenten Bodos nochmal eine sehr deutliche Verantwortung liegt, anders als wir es bisher wahrgenommen haben, für die Linke insgesamt in Deutschland. Und zum anderen wir als Partei in Thüringen natürlich auch nochmal sehr viel näher an ihn herangerückt sind, auch um politische Positionen
klar zu ziehen, festzuhalten und ihn bei uns zu halten. Einige Punkte, die ich aufzählen will, damit ähnlich wie bei meinem Kollegen und Genossen neben mir deutlich wird, dass wir versuchen, alles zu machen, was geht, obwohl wir unsere Grenzen haben. Flüchtlingspolitik. Wir haben in die Haushalte, ich meine, Thüringen hat einen Haushalt von etwa 10 Milliarden Euro. Das ist Pillepalle, sage ich mal. Wir haben es aber geschafft, in den Jahren 16 und 17 jeweils 500 Millionen Euro einzustellen für humane Flüchtlingspolitik. Ich bedauere sehr, dass die Grenzen Europas dicht sind und ich finde, das steht uns allen nicht an, diese Politik zu unterstützen, sondern wir brauchen die offenen Grenzen, wir brauchen die Weltoffenheit Europas und Thüringen ist dafür gewappnet. Wir haben den Griechen angeboten bzw. vorgeschlagen, wir holen Flüchtlinge aus Idomeni, wir holen Flüchtlinge auch aus Griechenland, weil wir der Schande Europas auch nicht beitreten wollten. Allein Bundesgesetze und Bundespolitik schieben uns den Riegel davor. Wir haben den Verfassungsschutz in seinen Rechten beschnitten. Wir kritisieren den Verfassungsschutz immer wieder als Geheimdienst, nach wie vor öffentlich. Bei uns gibt es keine V-Leute mehr im rechtsextremen Bereich. Gerade für Thüringen nicht ganz unwichtig. Wir haben Arbeitsmarktprogramme aufgelegt, um Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zu bringen. Da sind 1000 Stellen in einem Programm nicht viel für ein Land wie Thüringen. Aber es ist ein Anfang und es ist ein Zeichen, dass man Politik auch anders machen kann. Wir sind dabei, endlich gerechte Bildungspolitik auch deshalb gestalten zu können, weil wir Unterrichtsausfall beheben wollen. Das mag jetzt banal klingen, aber in Thüringen sind über viele Jahre keine Lehrerinnen eingestellt worden. Das heißt, wir fangen jetzt an, 500 bis 800 Lehrerinnen im Jahr einzustellen und damit auch eben Bildungspolitik wieder möglich zu machen für alle. Wir versuchen der Kleinstaaterei in Thüringen mit Reformen zu begegnen. Das ist insofern auch wichtig, weil es Demokratie stärkt, weil es Gemeinden und Kommunen stärkt, sie leistungsfähiger macht. Und wir versuchen damit natürlich auch die Selbstverwaltung der Menschen vor Ort zu stärken und demokratische Prozesse auszubauen. Auch da haben wir jetzt eigene Gesetze in das Parlament eingebracht. Insofern wäre viel zu sagen, vielleicht die letzten Sätze. Wir versuchen natürlich auch von Thüringen heraus auf Bundespolitik zu wirken. Das nicht zuletzt, weil wir der Auffassung sind, dass möglicherweise auch über linksgeführte, linksbeteiligte Regierungen ein Umsturz in der Bundesrepublik an der Führungsspitze möglich ist. Wir haben einen eigenen Auftrag, die Schäuble- und Merkel-Politik aus Deutschland heraus kaputt zu machen und nicht möglich zu machen. Und wir versuchen das eben auch mit dem Instrument Regierungspolitik, was ja nicht bedeutet, dass wir es im Parlament und auf der Straße nicht auch tun würden. Deswegen versuchen wir auch die Instrumente zu nutzen, die wir haben. Thüringen hat immer konsequent gegen jede Asylverschärfung gestimmt, konsequent auch unter anderem mit einem anderen Genossen, der hier rechts von mir sitzt, dem Genossen Chondros aus Griechenland, versucht, Aufklärung in der schwierigen Phase im vergangenen Jahr, im vergangenen Frühjahr, was ist eigentlich die griechische Situation tatsächlich, auch mitzuwirken. Wir haben ihn eingeladen, auf Großveranstaltungen auch bei uns zu sprechen und direkt der Thüringer Bevölkerung zu erklären, wie die griechische Politik, unter welchen Zwängen sie steht und was sie vorhat. Das kam sehr gut an. Wir versuchen, internationale Solidarität zu leben. Das Nevros-Fest der Kurdinnen in der Türkei wurde für die Kurdinnen in Thüringen in der Thüringer Staatskanzlei gefeiert. Ich will damit sagen, es ist uns tatsächlich auch ein Anliegen, auch wenn wir nur ein kleines Bundesland sind, das zu tun, was wir in der internationalen Solidarität tun können. Und am Ende bestätigt das, was mein Kollege sagt. Wir brauchen die gemeinsamen Netzwerke, wir brauchen eine linke Bewegung in Europa, weil wir sonst gegen die rechten Bewegungen keine Chance haben. Und es ist allerhöchste Zeit, deswegen finde ich auch die Tagung zum richtigen Zeitpunkt und ich hoffe, dass wir etwas schlauer auch und wie wir es konkret noch weiter vorantreiben können, auch persönlich aus dieser Tagung gehen. Ja, danke Susanne. Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan von Bodo Ramelow. Wenn
wenn Bodo tatsächlich dazu beitragen sollte, dass der Umsturz in der Bundesrepublik erreicht wird, weil wir einen linken Ministerpräsidenten haben, werde ich umso mehr Fan sein. Ich bezweifle allerdings, dass charismatische Führerschaft tatsächlich ein Entwicklungsmodell ist für eine emanzipatorische Linke. Aber okay, das kann man diskutieren, dafür haben wir uns getroffen. Du hast, etwas angesprochen, was ich gern nochmal an George weiterspielen würde. Im Zusammenhang mit dem Migrationsthema, aber du bist vor allem auf die Verbundenheit auch in Thüringen der Partei Die Linke und damit ihr Stärkerwerden auch begründend eingegangen, dass ihr gute Kontakte zu den Gewerkschaften hatten, zu den sozialen Bewegungen etc., wie sie auch immer in Thüringen sich dann genau darstellen. Im Zuge der Migrationspolitik auch der griechischen Regierung ist viel Kritik geäußert worden und es heißt, ich erlebe es manchmal anders, aber ich erlebe durchaus auch differenzierte Positionen in Gesprächen mit griechischen Partnerinnen und Partnern vor Ort, dass die griechische Regierung droht, den Kontakt zu sozialen Bewegungen zu verlieren. Ich hielte das für äußerst bedauerlich, wenn es so ist, und ich bitte dich um deine Einschätzung, George, dazu, weil gerade dieses dialektische Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen, Gewerkschaften einerseits und natürlich einer linken Regierungspartei andererseits dazu beibringt, dass wir solche Widersprüche auch konstruktiv miteinander weiterentwickeln können, um Gesellschaft real zu verändern dann. Aber vielleicht kannst du die Frage nochmal beantworten, bitte. From the beginning, we try to give an answer to the refugee issue different than the xenophobic trend that seems to dominate in some countries in Central Europe. Not only the Greek government, I'm very proud of the Greek society. They have been islands in the eastern part of Aegean Sea that they were receiving many times their population during the summer. And usually, with exceptions, because nobody is saint, they try to help. Although the majority of them have suffered by the economic crisis. And we have tried also to avoid any kind of use of violence vis-a-vis refugees, even situations that were going sometimes out of control. The basic tension we had to face was at the domeni, at the frontiers with the former Yugoslav Republic of Macedonia. Why is that? In the domeni, thousands of immigrants have gathered in the hope that they would pass the frontiers, hoping that this famous Balkan way would reopen. As you know, this road has closed, not because of a decision of the European Union, but because of unilateral decision of some EU member states and other Balkan states who are not members of the European Union. However, the refugees who do not want to stay in Greece, all of them see Greece just as a way of transit for going somewhere else, their Eden, their paradise. They were still continued to gather in the frontiers. We have not built a camp for refugees in the frontiers for obvious reasons. We do not want the refugees to be there. We want to try to integrate them to the society. On the other hand, we could not use the police in order to evacuate them from the beginning. That resulted to a very peculiar situation, to have there thousands of immigrants, many children, many families, without basic facilities. We had some chemical toilets, we have some doctors, majority of them coming from NGOs, not from the Greek state, something that created some kind of humanitarian crisis. All this time we were trying to persuade them to move to hospitality camps that we have created in the mainland. Finally, we organized an operation of removal of them, exactly because we could not continue infinitely this situation of an not organized camp for many reasons. One of them was a reason of solidarity to these refugees, not to give them false hopes that remaining there they could pass the frontiers.
if we are losing contact with the social movements. I don't think so. We have some criticism from international NGOs, but exactly because our policy is a humanitarian one, conforming to the best traditions of internationalism, which is one of the basic principles of the left, I don't think that we have lost our soul in this issue. The situation with the trade unions is different in Greece. We have a problem of representativity of the trade unions, and we have also a problem of Syriza representation in the trade unions. It's a double problem. But this is a huge question, a huge issue related to the history of the organization of the trade unionism in Greece. To give you an example, no, I don't want because it goes beyond the refugee. I come back if we have a different question on the social movements in Greece. Ich bin, glaube ich, deutlich missverstanden worden, wenn ich verstanden werde, dass ich der Auffassung bin, dass der charismatische Ramelow alleine diese Bundesregierung stürzt. So war das, weiß Gott, nicht gemeint, sondern eben auch auf jeder Ebene, die wir erreichen können, auch über gute Landespolitik. Vielen Dank für eure Einstiegsbemerkungen. Ich habe eine Frage, die sich an beide richtet. Linke Regierungen leben ja wahrscheinlich davon, ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, weil wir hatten bisher in den letzten Jahrzehnten wenig linke Regierungen. Linke Regierungen leben wahrscheinlich davon, dass sie im Laufe mehrerer Jahre bestimmte Erkennungsmerkmale entwickeln, also politische Erfolge durchgesetzt haben, an denen sie erkannt werden, an denen sie Unterstützung in der Bevölkerung hinzugewonnen haben, sodass aus einer parlamentarischen Mehrheit eine gesellschaftliche Mehrheit werden kann. Und mich interessiert, weil ich bin aus Nordrhein-Westfalen, ich kriege das ja nicht so aus der Nähe mit, mich interessiert, was das Erkennungsmerkmal der thüringischen Landesregierung werden soll oder werden kann über diese großartige und ganz auch für uns im Westen, ganz weit im Westen erkennbare besondere Haltung in der Flüchtlingspolitik hinaus, was das Erkennungsmerkmal der thüringischen Landesregierung werden könnte. Aber genau dieselbe Frage natürlich an dich, Jorgos. Ihr seid ja gezwungen, eine Politik durchzuführen, gegen die ihr jahrelang gekämpft habt und versucht, das Allerschlimmste zu verhindern und einen ganz minimalen Spielraum zu entwickeln, um in eigener Initiative besser handlungsfähig zu werden. Und was könnte denn in den nächsten ein, zwei Jahren die ein, zwei wichtigen Dinge sein, an denen der linke Charakter eurer Regierung deutlicher wird, als er bisher werden konnte? Haben wir jetzt noch mal 15 Minuten? Oder? Du hast es... Ich versuche es kurz zu machen. Du hast es schon gesagt, außer der Flüchtlingspolitik, das ist natürlich ein dermaßen großes Feld, das beschäftigt uns über alle Themengebiete. Und wir wollen natürlich Flüchtlingsintegration erfolgreich machen. Und das ist ein sehr hoher Kraftaufwand, deswegen ist es ein Punkt und es gelingt uns auch, das zeigen Umfragen, dass die Thüringerinnen weniger ausländerfeindlich und mehr zur Humanität auch in der Flüchtlingspolitik neigen als andere Bundeslandsbewohner. So, jetzt hatte ich den Faden verloren. Der zweite Punkt ist in jedem Fall der Einstieg in die kostenfreie frühkindliche Bildung in Thüringen. Das wird 2018 umgesetzt und wir versuchen mit einem kostenfreien Kita-Jahr und wir versuchen in einer zweiten Legislatur kostenfrei ganz zu stellen. Das ist ein größerer Aufwand, deswegen, das ist der zweite Punkt. Der dritte größere Punkt ist ganz deutlich die Demokratisierung parlamentarischer Strukturen auf allen Ebenen. Und damit die Möglichkeiten, mehr direkte Mitsprache, Volksbegehren, Bürgerbegehren, mehr Mitsprache in den Kommunalparlamenten gegenüber den OBs und so weiter auf den Weg zu bringen. Der vierte größere Punkt ist der beständige Widerstand gegen herrschende Bundespolitik und damit wiederum die Verknüpfung der internationalen Solidarität. Und das nur mal als die vier Punkte, wo ich denke, dass
kann am Ende der Legislatur gelingen. Und natürlich zu zeigen insgesamt, dass die Linke sehr hervorragend regieren kann. We have three eminent goals at the level of the society, of the economy, and of the institutions. At the level of the society, our first goal is obvious, to face the consequences of the economic crisis that in many aspects has become a humanitarian crisis. A third of the population is practically below the threshold of poverty. There are pupils at the schools that are fading out because they did not have a lunch the previous day. We have a monstrous number of unemployed, although there is a slight improvement with regard to the numbers. What we have tried to do during our first administration was to provide immediate aid measures, such as to provide again electricity, to reconnect the electricity to the households that they did not have electricity because they could not pay the bills, to provide food to the poorest that could not have food, and not just not by the use of a program that used a kind of citizen's card, so as also to safeguard the dignity of the recipients of this project. Now we are proceeding to much broader scope reforms. We have passed a law that gives free medical insurance and free access to the hospitals to all uninsured persons in Greece. And exactly because the unemployed in Greece lose their insurance coverage with regard to the health services, that was very important. It covers hundreds of thousands of persons. And now we're trying to integrate all these partial programs of guaranteed solidarity income. At the level of the economy, the real bet is how to restart it, to have development, and this development not to go only in the profit of the 1% of the population. Because, you know, the decade that we had the highest rhythms of development was in the 1960s of the last century. But this decade was exactly the decade in which hundreds of thousands of Greeks have left to become gastarbeiters here in Germany or to work to the mines of Belgium or fleeing to other countries. So one can have a miracle in the numbers and at the same time have poverty and suffering at the societal level. And of course, we want to avoid that. The third bet, which makes Greece different, exceptional, than the other countries in Europe, is the fight against the oligarchs and the political system in Greece. It is not just political corruption. Political corruption exists in all capitalist countries. The particularity in Greece was that the economy was basically functioning through the politics. In order somebody to become rich in Greece, would not the road to richness was not passing by the economy, by the market, but by a special political privilegial position with the government. What we are calling this special clientelistic system, it existed. It was basically a triangle between the banks, the mass media, and the political parties. Our first move was to try to legalize what's happening with the private channels. All private TV channels in Greece were functioning without a state license, although the law provided for that decades already. And exactly through this media coverage, the old political system was trying to reproduce itself. But this is just one of the sides of the deep political reforms we must do. Already during our first negotiation, the administration, we passed some
laws abolishing measures of control over the trade unions. For instance, there was a law in Greece allowing the military requisition of strikers if the strike was considered to be against the general interest. We have abolished that by one of our first laws. And now our great bet is the reform of the Constitution. We want to introduce institutions of direct democracy, even very advanced similar institutions like the recall of elected officials, and actually trying to make the discussion itself for the new constitution a kind of exercise of direct democracy. So basically is an effort at three levels, societal, economic and political, and we must prove that we are different in all these three levels. Hi, my name is Sampath. I'm an Indian journalist, and in the spirit of internationalism, as it were, I was just trying to understand if there are any lessons the left can learn from the mistakes of the other communist governments elsewhere. And as you probably know, the world's first democratically elected communist government was in India in 1956. And we had the left in power for about 30 years in Bengal as well, till recently. And in both cases, in especially, I mean, just as you made that point about it's difficult to be a socialist Greece in a neoliberal Europe, I mean, there was always a struggle of, you know, having a communist state in a neoliberal economy at the national level. And eventually in Bengal, we found that the left ended up following a very brutal neoliberal regime, and it was voted out immediately afterwards. And there were many different splits within the movement, and you know, we even missed an opportunity to have a communist prime minister, even when it was offered to the Communist Party of India Marxist movement. So my question is basically, is this because of this dichotomy between parliamentary majority versus a lack of a social majority? And when you choose to join political power as a minority, does it always put you in a situation which will eventually weaken you, as it has happened in India time and again? Because here, Syriza is in a position where it had to basically go back on its manifesto for various reasons. And because it had to sign this deal, it had to follow the neoliberal policies it was opposed to. And as far as Thuringia is concerned, I mean, I haven't done first-hand reporting, but my understanding is that even given the constraints of refugee policies you may have, there have been mass deportations of refugees from Thuringia by the state police. I don't know if that is true. And if that is true, then the responsibility for that would fall on the left leadership. So I was just hoping to get your responses on these. Thank you. Danke. Und jetzt direkt dahinter Axel, dann eine Reihe dahinter. Die Dame in dem gestreiften Pullover und dann dort drüben noch die Dame. Und dann machen wir erstmal wieder einen Break. Ich habe auch bei meiner Bewerbungsrede auf dem Parteitag sehr viel Applaus bekommen, als ich gesagt habe, dass ich mit euch Gespräche geführt habe, also mit dir und dem Finanz- und dem Wirtschaftsminister, und dass ich fest davon überzeugt bin, dass ihr wirklich überzeugte Linke seid, die eine gute Politik machen. Und wir haben uns letzten September getroffen hier in Berlin, und da hatte ich schon so ein bisschen auch mit die Auswertung gemacht, dass man vielleicht in der Syriza 1-Phase doch zu sehr nur auf Hilfe von außen gehofft hatte und zu wenig selber gemacht hat. Und jetzt in Syriza 2 wirklich Projekte auch anschiebt. Aber ich habe in Kolumnen, oder ich sage das auch bei der EZB und sonst, letztlich seid ihr aber schon gezwungen, eine linke Austeritätspolitik zu machen. Weil das, was natürlich gesamtwirtschaftlich euch aufgezwungen wird durch die Institutionen, ermöglicht natürlich nicht das, was wirklich notwendig wäre, nämlich einen Wiederwachstumsprozess zu ermöglichen, der den Rückgang des Sozialproduktes um über 25% wieder auffängt und damit natürlich auch stabil Arbeitslosigkeit abzubauen und auch den Staatshaushalt wieder in den Griff zu bekommen. Und ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl bei dir, dass diese Zwänge, unter denen ihr ja steht und die ich als Bundestagsabgeordneter der Linken bekämpfen muss in meinem Finanzausschuss, wenn mir da der Finanzminister erzählt, es ist alles wunderbar
und ich ihm sage, nein, ihr zwingt nach wie vor Griechenland Programme auf, ihr zwingt nach wie vor Primärüberschüsse in den nächsten Jahren zu erwirtschaften, die das Land eher abwürgen. Ich glaube also, dass man beides darstellen muss, dass man das Positive, was ihr erreicht habt, wirklich auch hervorheben muss. Und das ist ungeheuer wichtig, weil das wird bei uns in unseren Medien völlig verschwiegen. Also wir kriegen sozusagen nur per Nachrichten mit, die griechische Regierung hat die Renten um 10-40% gekürzt. Fertig. Das sind Struktureffekte und unten und oben. Das kommt schlicht und einfach nicht vor. Aber ich finde schon auf der anderen Seite, dass man wirklich auch nach wie vor sagen muss, Griechenland braucht die internationale Solidarität, gerade auch aus Deutschland. Und wir in Deutschland müssen dafür kämpfen, dass euch andere Spielräume durch die Institutionen, aber eben auch durch den deutschen Finanzminister gewährt werden, weil man sonst aus dieser katastrophalen Gesamtsituation nicht herauskommen kann. Thank you. Anna from Portugal. And my question is for Minister of Greece and is, would you think that things would be been different if to leave the Eurozone and consequently the European governance mechanisms was an option on the table? Because we know that, of course, an exit carried by a left-wing party wouldn't be very different from a forced exit by the European institutions. So two questions, if to leave the Eurozone was even an option, or and your opinion about what would happen if that was definitely an option. Thank you. Jetzt noch eine Frage in dieser Runde und danach habe ich noch weitere Meldungen von Harald und Haris, aber jetzt erstmal die Dame dort und dann würde ich den beiden Referentinnen das Wort geben, um die Fragen zu beantworten. Hi, my name is Hilary Wainwright from the UK, from a magazine called Red Pepper. And I'm very happy to be here. And it's really also a great privilege, as Martin said, to be able to interrogate and question two comrades from a left government. So I want to ask a bit deeper on questions of that Suzanne mentioned about involving grassroots, building allies with grassroots initiatives, and Giorgos talked a little bit about social movements. So I'm interested particularly in the role of the party and therefore the relationship between the government and the party, you know, Syriza and Die Linke, because clearly the party, if it has some autonomy from the government, can play a distinct role in relation to the social movements in developing and supporting them. And I know that the Greek comrades in Syriza learned a lot or tried to learn a lot from the experience in Italy, you know, where, without going into details, you know, the Rifondazione kind of lost its autonomy from the parliamentary party that went into alliance with Prodi. And so actually, in a way, its historic sort of capacities in developing social movements was sort of never realized. And I suppose underlying this question is a recognition that grassroots movements and social movements are actual sources of power, I mean, counter power and therefore bargaining power. And so I'd like to hear a bit more about how your two parties are, you know, what their strategies are for developing grassroots initiatives, not just as protests and so on, but also as actual, you know, transformative organizations. I mean, I know in Greece, the solidarity networks are developing alternatives which have got a certain limited economic power. But looking back, Giorgos, would you say perhaps more could have been done in the period coming up to the election, the first election, to retain the autonomy from the party and maintain its capacity to work with social movements rather than put all its energies into electoral activity? And Suzanne, you know, in addition to the things you say about opening up the state to participatory methods, how far is Die Linke autonomous from the government
taking its own initiatives, obviously with some support and liaison with the government, to develop social movements, which sometimes might come into conflict with the government. So it's a tension, you know, which I wouldn't deny. Susanne, willst du anfangen? Ich fange an. Ich komme mal zu der letzten Frage. Das ist eine verdammt schwierige Frage für Linke in Regierungsverantwortung. Wie ist der Kontakt zur sozialen Bewegung? Ich konzentriere mich jetzt ausschließlich auf Thüringen, weil der Bundesparteitag am Wochenende der Linken auch nochmal eine andere Antwort natürlich versucht, für die Bundesrepublik zu geben. In Thüringen gibt es de facto keine sozialen Bewegungen. Ja, da kann man lachen oder auch nicht. Das ist eine politische Situation, die nicht besonders lustig ist. Weil uns natürlich zum einen die Gegenmacht, die uns auch unterstützen könnte, fehlt. Es fehlt uns auch die Gegenmacht, die uns kritisieren könnte, um uns voranzutreiben innerhalb einer Regierung. Es gibt natürlich auch antifaschistische Bewegung, wo es der Ministerpräsident jetzt zumindest geschafft hat, sich mit dieser Bewegung kritisch auseinanderzusetzen. Das heißt, wo die Partei anders als die Regierungsvertreter natürlich sich klar auch mit einer antifaschistischen Bewegung solidarisieren, beziehungsweise selbst auch ja, Mitglieder, sagt man ja nicht, aber Teil dieser Bewegung sind. Das ist jetzt ein sehr internes Thüringer Problem, deswegen will ich da gar nicht darauf hinweisen, aber es ist durchaus so, dass in Regierungsverantwortung der Drahtseilakt in der Zusammenarbeit zwischen Parteien und Bewegungen, so er denn möglich ist, noch viel schwieriger ist, als es sowieso schon für Parteien bei parlamentsskeptischen Bewegungen der Fall ist. Zum Thema Massenabschiebung in Thüringen. Es hat in Thüringen eine Massenabschiebung gegeben, das stimmt. Ich glaube, es waren 140 Menschen, die an einem Tag abgeschoben worden sind. Thüringen entscheidet nicht, welches Asylverfahren erfolgreich ist und welches nicht. Das kann Thüringen nicht entscheiden, das entscheidet die Bundesrepublik über das entsprechende Ministerium. Gleichzeitig ist neu geregelt, dass die Landkreise und kreisfreien Städte diese Abschiebungen zu organisieren haben. Das heißt, das Land Thüringen ist ausschließlich für Erstaufnahme zuständig, für Integration von Flüchtlingen und für das Vertreten der Haltung der Landesregierung gegenüber der Bundesregierung, was Asylrecht und Ähnliches angeht. Da habe ich vorhin schon gesagt, da waren wir immer deutlich, wir haben jede Asylverschärfung abgelehnt bis heute und das wird auch so bleiben. Es gibt die serviceleistende Unterstützung für die Landkreise und Kommunen in Thüringer Hand. Ansonsten hat Thüringen mit den Abschiebungen im Grunde juristisch nichts zu schaffen. Das ist ein echtes Problem, weil das bedeutet, wir können nicht eingreifen. Was wir aber tun können, und das haben wir gemacht, auch gerade nach dieser ersten Massenabschiebung, die wir auch haben, zum einen nicht gewusst vorher, und zum anderen nicht verhindern konnten. Wir haben einen sogenannten Abschiebeerlass auf den Weg gebracht. Das ist das Einzige, was wir noch tun können, um zumindest irgendwie einzugreifen. In dem Erlass steht zum Beispiel, dass Kinder nachts nicht aus den Betten geholt werden dürfen, dass Kinder nicht aus den Schulen geholt werden dürfen, dass vor sechs keine Abschiebung beginnen darf und so weiter. Das alles wird aber am Ende durch Bundesrecht gebrochen, wenn die Bundesrepublik den Flieger in Leipzig zur Verfügung stellt für alle Abzuschiebenden in der Bundesrepublik in dieser Region und die Bundespolizei am Ende auch diese Maßnahmen unterstützt. So. Wir versuchen in Thüringen, weil wir wissen, dass uns da die Hände gebunden sind, natürlich mit den Kommunen zu sprechen und jede humanitäre Möglichkeit auszureizen, nicht abschieben zu müssen. Wir versuchen als Genossinnen und Genossen, so wir von Abschiebungen erfahren, die Abschiebung körperlich zu verhindern. Wir unterstützen die Kirchen bei Kirchenasyl. Alles, was wir tun können, versuchen wir zu tun. Allein juristisch sind uns die Hände gebunden. Und die Landesregierung hat sich entschieden, Bundesrecht natürlich auch in diesem Fall gelten zu lassen.
I will try to answer all questions. First, with the remark, but also question of the comrade from India. I don't think that it is a general rule that every time that the left is in power weakens itself. That it happens only when it assimilates to the old political system, when it does not send the signal that we are different than the others. In Greece, although we had made this especially painful compromise, we have been re-elected practically with the same percentage we had in January. It's true, with less enthusiasm than in January, and exactly because the people wanted to give us a second chance. But still, they trusted us. The basic problem I think as left we are facing is that it is clear what we must do at tactical level. Fight against neoliberalism. But this is a defensive tactic. Our problem is that we still lack a general theory for the strategic alternatives we should offer. And this is another reason for which we must continue talking. The obvious first reason is to have solidarity for the immediate fights of tomorrow. But as left, we must think also for the after tomorrow, of the kind of society we want to build ideally, not just as a reaction to this sweeping counter-revolution that is neoliberalism. With regards to questions of staying or leaving the Eurozone or even the European Union, we have the feeling that any isolated effort to build socialism in just one country, especially a small one country like Greece, is going to fail. If we were trying to do that, we would not become the Norway of the South. We lack soil. We would become another kind of Albania. So our effort goes from the beginning to try to change Europe by changing Greece. And I think that remains the only possible political strategy for left. And I think that even with comrades that believe that the exit from the Eurozone is the real, the true answer, we must work together in order to build a front on the level that we agree, that is fighting neoliberalism and austerity. This is now the basic contradiction in Europe. And just a small remark to what you have said in the beginning. It may look as a general rule that in the South we have a success of the left and in the Central and Western Europe we have a rise of the right. But I have two remarks. The first is that is not universal. Jeremy Corbyn is not in the South. Marine Le Pen is in France, which generally follows the southern trend, not the trend of the Central Europe. My second remark is more substantive. What is happening in Europe is the following, very simple. The population has a vague opposition to the establishment, a disenchantment with the old political system. And the first political power that gets and expresses this vague of opposition becomes the basic carrier of this opposition. But it is not necessary that the first is going to be, till the end, the basic force that expresses this resistance. For instance, in the UK, it was UKIP that in the beginning tried to become a kind of Le Pen à l'anglaise. But it was very short-term, the appeal of UKIP to the British electorate. The rise of Jeremy Corbyn shows a different possibility. So I think we must continue to see the crisis as a chance for left, provided that we manage to express this vague and amorphous resistance of the average citizen now to this neoliberal offensive. And for this reason, we must stop to be sectionist, to be introspective. We must try to change ourselves in order to become the solution.
I fully agree with what Axel has said, and it is true that we want this solidarity. Even in Greece, it is not easy to pass our message because of the full control that the media have over what we are doing. And this is also happening at the international level. That's why solidarity is important. It is very crucial, the question about the grassroots movements. In Greece, we have been lucky. We have expressed this vague opposition to the neoliberal offensive, and we have the luck to see the old political system collapsing, exactly because they try to defend this offensive. But we have not built on strong social movement. It was not the social movement that brought us to power. It was the collapse of the old political system. And that creates serious problems on a government of the left that wants to promote left policies in opposition and against the structure of the system. We have an advantage, the complete lack of trust, completely the opposite, the mistrust of the citizens to the old structures. But we have not managed to build on developing the social movement in Greece. And Syriza itself still is a very weak political party. Basically, it remains. It's not very fair to make criticism to Syriza because you don't know that, but I'm not a member of Syriza. I'm working with the Syriza government as independent of the left. I consider myself communist. But I think it's obvious to everybody that Syriza remained till now a party that expresses basically, that has the potential of a party of 4% and not of 35%. And this is the big challenge for Syriza at his next Congress in the next few months to open itself to the society, to express this disenchantment in a new and creative way. But I sign 100% of what we have said on the necessity of building all the social movements and try to give them also a real potential for change. And having said the negative things, let me say a positive thing with regard to the dialogue we had as government with Syriza. I have been many times to the political secretariat of Syriza, who is the supreme political organ, in order to discuss the reform of pensions, because we do not want to have this pension independently of the party. And there is at least one side of the reform, major side of the reform, which the opinion of the party prevailed over mine. I still consider the opinion of the party wrong, but still I have abided by that, because in the collective dialogue that happened, I have been at the minority. That shows that it is possible to have a party of the left using simultaneously the parliamentary procedures and also the party, the political party dialogue and enrichment of the political culture of the government. I think I have answered all the questions. Thanks. So, dann habe ich jetzt noch mehrere Wortmeldungen für eine zweite Runde von Fragen. Das sollte dann auch die letzte sein. Also bitte jetzt die Gelegenheit nutzen. Der erste wird Harald sein, hier rechts auf der Bank, genau danach Haris und hier in der zweiten Reihe dann bitte. Und weitere Freiwillige natürlich jetzt melden. Ja, Harald Wolf, ich kann direkt anknüpfen an die Frage, die Hilary Wainwright vorhin gestellt hat und die du auch beantwortet hast. Ich halte in der Tat für eine Schlüsselfrage linker Regierungsbeteiligung das Verhältnis zwischen Regierung und Parteiorganisation. Nun habt ihr euer Januarprogramm nicht umsetzen können. Ihr habt diesem Diktat zustimmen müssen. Ihr habt eine Abspaltung von der Partei erlebt.
ihr wart in der Situation, dass ihr als junge Partei in den Regierungsapparat nicht nur auf der zentralen Ebene, sondern auch auf der regionalen Ebene gehen musste. Das heißt, viele Kader sind in den Staatsapparat gegangen, der seine eigene Logik hat und seine eigenen Aufgabenstellung. Deshalb frage ich, auch vor dem Hintergrund der Erfahrung, die wir in Berlin gemacht haben, wo wir auch den Versuch einer linken Austerität unternehmen müssen, wie aktiv arbeitet die Partei? Oder haben wir die Situation, dass die Partei eher die Regierungspolitik duldet? Und die Frage, du hast es vorhin kurz angesprochen, auch nochmal, das Sonderthema Gewerkschaften würde mich interessieren. Soweit ich die Situation kenne, sind die Gewerkschaften überwiegend noch PASOK geführt. Ich glaube, das macht es schwierig. Aber wie ist das Verhältnis und welche Perspektive wird mit den Streiks verfolgt? Ist das sozusagen ein unterstützendes Moment für euch in der Auseinandersetzung mit der Troika oder ist das eine direkte Gegnerschaft zur Regierung? Also die Frage läuft darauf hinaus, gibt es eine Möglichkeit, sowas wie eine Arbeitsteilung zwischen Partei und gesellschaftlichen Bewegungen auf der einen Seite und der Regierung auf der anderen Seite zu entwickeln mit ganz unterschiedlichen Rollen, wo die Partei auch über das, was die Regierung tut, hinausgehen kann, ohne dass man in die Situation der Gegnerschaft kommt. I'm Harris Golemis of Nikos Poulantzas Institute and Transform Europe, and I'm also a member of the political secretariat of Syriza. I wonder if I can make some comments on what has been said and not putting a question and seeing the response of the discussions. Is that possible or do I have, well, if I have just to ask questions, I will not do it. But I think we can contribute in this way in the discussion. What do you think? Yeah, it depends on how long it will take you to make your remarks. No, it will take me. Your remarks. It will I will be very short. Okay, then please go. Well, as an introduction, I say that the big achievement of the parties of the left that we belong is that we can have different views, we can express different opinions, and we can organize in our parties in different tendencies and currents and can be open in that. And I think this is a very big achievement. On that, that allows me to say, well, just to express some, not on details, some different views regarding to what Yorgos said in his speech, which, as he said, Yorgos, who have already said that he's not a member of Syriza. At the beginning, I must assure you that he's absolutely right in saying that we had long discussions and frequent discussions in the political secretariat regarding the pension issue. And I highly appreciate his efforts and the efforts of the other parts of the government to face these very big problems that we face with the new memorandum. But just a point that I think it's important for the discussion for the whole of us here in this excellent initiative that you have taken. I don't share the optimism of both speakers regarding the left in Europe. Well, if it was an optimist of the will, I would have accepted it as a communist. But I think that it sounded to me as an optimist of the intellect, with which I don't agree. In 2013, I read a book, I can't remember, the author, his surname was Mirovsky, and it was on Verso. The title was Never Let a Serious Crisis Go to Waste,
and how neoliberalism survived the systemic crisis. And I think that neoliberalism has not been defeated, and the left is not in a better position generally in its effort to defeat. It has some gains in the South, but this is not, that doesn't mean that we are in a better position. On the contrary, I would say that especially following 2011, through the economic governance, all this fiscal compact, all these 2-6 plus pacts, to even the recent Five Presidents report, I think that neoliberalism is not only being protected, but is being turned into an authoritarian regime which is conquering the continent. So in that way, I believe that we should not say that we are in a better position than in the past. The fact that there are some governments in the South that can cooperate, it's very good, but they must truly cooperate and together with the parties in order to do things together, because having different left governments in countries doesn't really mean anything. For example, what will the Portuguese and the Greek government will do, maybe together with the French government, regarding TTIP? Yes, we got your point. What will they do? Will they object to the TTIP? Or because of the necessary concessions that they have to make, they will not go together? Okay, thank you. There was one more question, please. Second one. Ja, ich glaube, den Pessimismus des Verstandes und den Optimismus des Willens gilt, glaube ich, für alle und auch auf dem Podium. Und ich wollte jetzt doch darauf hinweisen, dass der Optimismus des Willens sowohl bei Syriza als auch in der Thüringen Linken ja doch was bewegt hat, weil das Verhältnis von Partei und Bewegung, wo ja lange gedacht wurde, dass die Bewegungen eigentlich die Zukunft repräsentieren und die Parteien beim Absterben sind, wir doch mitbekommen haben, dass über die Rollen der Partei, natürlich im Rahmen von Bewegungen, beim Eintritt ins parlamentarische System doch sowas entsteht wie Öffentlichkeit. Das war der Ausgangspunkt, dass über Syriza diesen Prozess, ein Stück weit europäische Öffentlichkeit entstanden ist, über den Weg von Partei und Parlament. Und das gilt meines Erachtens für Thüringen ähnlich. Und deshalb ist meine Frage jetzt eher nochmal an Susanne Hengewelser gerichtet. Der Vorlaufprozess dieses Modells lag doch, soweit ich das verstanden habe, in einem Prozess des Bildens von Vertrauen im politischen Lager von Rot-Rot-Grün. Und meine Frage ist jetzt, geht dieser Prozess weiter? War das sozusagen, muss der weitergemacht werden? Und ist es nicht doch eine Methodik der politischen Arbeit, die eigentlich zumindest für deutsche Bundesebene nach wie vor attraktiv ist? Ich würde sie nach wie vor befürworten. Es geht darum, auch wenn man sagt jetzt, es gibt kein rot-rot-grünes Lager, trotzdem, und auch Syriza und die Linke hier zum Teil ja von linksradikaler Seite als sozialdemokratisch oder reformistisch kritisiert wird, trotzdem die Politik Öffentlichkeit schafft. Und deshalb finde ich, und müsste auch nochmal die Frage jetzt auch an dich aus Griechenland, muss das Argument der linksradikalen Kritik, wird es bei euch sozusagen intern bearbeitet, und muss der Punkt, den Steffen Lehndorf am Anfang gefragt hat, dass ihr eure Qualität als linke, progressive Reformkraft sozusagen stärken müsst, auch genutzt, um sozusagen diese innerlinke Diskussion voranzubringen und die Argumente sozusagen, die ja von außen oft kommen, sozusagen auch zu kontern und doch zu zeigen, dass dieser Weg sozusagen mit Luxemburg gesprochen einer revolutionären Real- oder Reformpolitik doch sehr vielversprechend sein kann. Thank you. I want to ask the minister from Greece about this supposed development that you
spoke about. Can you describe it a bit? Because from what we see from outside of Greece, there are refugees camps based on solidarity that are being bulldozed by the government and the police. We see plants being privatized. We see basically that there is no alternative model of consumption or any kind of solidarity economic that is related to production that is at place. There aren't many international conventions that speak of plan C, let alone plan B, about leaving the Eurozone, maybe the European Union. And it is already a year later. You know, so last year, when the whole debacle started, it was clear that there were at least 6 months of negotiations in which there was no plan B on the table, and there was no alternative because there were no networks that could provide even food or, you know, basic kind of consumables. But we are already 1 year later, and your government has just been a total knee-jerk reaction and has banned it on the basis of some program of development, which I really don't understand. I believe a lot of people in the audience don't do either. Thank you. Da ich keine weiteren Fragen mehr sehen kann, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, um zum Ende der Debatte zu kommen. Natürlich werden die Fragen alle noch beantwortet. Ich finde, wir haben einen sehr guten Abend miteinander verbracht, einen sehr guten Auftakt für unsere europäische Strategiekonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es sind viele entscheidende Fragen zumindest aufgeworfen worden, die wir in den kommenden Tagen weiter zu diskutieren haben. Ich hoffe sehr, dass Sie und ihr alle dann in den kommenden Tagen auch dabei sein werdet. Ich selbst möchte die Gelegenheit zuallererst nutzen, um den beiden Gästen hier vorne noch einmal herzlich Danke zu sagen, Susanne und George. Es war wirklich sehr gut und sehr spannend, sehr informativ mit euch zu diskutieren. Ihr habt jetzt auch noch die Gelegenheit für ein letztes Statement. Nutzt die Fragen. Ich möchte auch noch eine Frage stellen, weil ich jetzt gelernt habe, dass wir gemeinsam mit Bodo und dem beitragsfreien Kita ja die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland ändern werden, Susanne. Ja. Und dadurch natürlich der neoliberale Politikentwurf aus dem Zentrum heraus in Europa überwunden wird. Wie müssen wir denn tatsächlich jetzt die Frage der Kräfteverhältnisse nochmal diskutieren? Vielleicht könnt ihr darauf eingehen. Und wie sollte die Europäische Linke darin sich positionieren, wie sollte sie aufgestellt sein? Ich weiß, das ist jetzt ein Riesenbrett zu bohren. Ihr habt beide 5 Minuten und vielen Dank. Ich würde mal bei den anderen Fragen beginnen. Der Vorlaufprozess zu Rot-Rot-Grün und das gebildete Vertrauen, das habe ich vorhin kurz dargestellt, und im Übrigen ist es die Krux an solchen Veranstaltungen, dass man nur verkürzt antworten kann. Ich versuche es trotzdem umfassend. War natürlich auch die Vertrauensbildung im Umfeld von Rot-Rot-Grün, also nicht nur immer innerhalb der Parteien, sondern auch innerhalb der Gewerkschaften, innerhalb von Verbänden, innerhalb von außerparlamentarischen Bewegungen, die den unterschiedlichen Parteien näher standen. Das, was zur Folge hatte, dass 2014 tatsächlich auch über Personen, über gemeinsame Arbeit, das Vertrauen nicht nur in den Parteien gebildet war, sondern es Aufrufe von den Gewerkschaften gab, Rot-Rot-Grün zu bilden, die Linke zu unterstützen, dass Verbände uns unterstützt haben, dass die außerparlamentarische Linke uns unterstützt hat und gewählt hat. Was man oder was ich heute wahrscheinlich anders beurteilen würde, dass wir in diesem Fall bei der außerparlamentarischen radikalen Linken tatsächlich die Unterstützung hätten. Aber 2014 war es der Fall. Ich argumentiere da gern mit Horst Kahrs, der wahrscheinlich hier vielen im Raum bekannt ist, der zu uns gesagt hat, der Wert von Regierung ist ja nicht nur das Regieren, sondern es geht darum, die Basis zu erweitern und gerade auch jetzt den Menschen in Thüringen in diesem Fall begreiflich zu machen oder nahezubringen oder erlebbar zu machen. Das ist meine Partei, das ist mein Ministerpräsident, das ist meine Regierung, weil ich es fühle, weil ich es spüre. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, die Georgios auch so ein bisschen für Griechenland beschrieben hat. Es reicht nicht mehr nur, das Vertrauen weiterhin zwischen den Parteien aufrechtzuerhalten und natürlich zu den Gewerkschaften und zu den Verbänden, sondern eben darüber hinaus zu arbeiten. Da sehe ich durchaus nicht nur intellektuell oder willenstechnisch optimistisch
in die Zukunft, weil wir gerade mit der Bewältigung der Flüchtlingsfrage in Thüringen völlig neue Bündnisse erleben, die auch die Landesregierung und die Parteien unterstützen. Wir haben am 9. November vergangenen Jahres eine große Demonstration auf dem Erfurter Domplatz gehabt für Mitmenschlichkeit in Thüringen. Eine zum richtigen Zeitpunkt die richtige Demonstration. Und was wir dort an dem Thema Menschlichkeit zusammenführen konnten an Institutionen und Vereinigungen, ist uns vormals noch nie gelungen. Also wir reden da von Unternehmen, von Religionsgemeinschaften, von Bildungseinrichtungen, natürlich von Parteien, von ganz vielen sozialen Verbänden und Organisationen. Also es war ein so breites Bündnis das hat mich nochmal überzeugt, dass man die Basis und das Vertrauen auch in eine Regierung nur erweitert, wenn man praktisch mit ihnen arbeitet. Und deswegen würde ich sagen, natürlich ist das ein Ansatz, auch bundespolitisch wirksam zu werden. Das beantwortet so ein bisschen, auch wenn die Frage nicht an mich gestellt war, wie ist das Verhältnis von Partei und Regierung in Thüringen? Und ich würde deutlich, also Harald, ich gebe dir hundertprozentig recht, das Verhältnis von Partei und Regierung ist immer entscheidend dafür, wie erfolgreich die Regierung sein kann und damit am Ende natürlich auch die Partei. Und wir haben in Thüringen die Arbeitsteilung besprochen. Das heißt, wir bewegen uns in Bereichen als Partei, wo es die Regierung und seine Mitglieder nie könnte. Und andersherum dulden wir als Partei nicht nur die Arbeit der Regierung, sondern versuchen über institutionalisierte Absprachen immer den Einfluss auch auf die tägliche Regierungsarbeit zu haben. Das hat alles seine Grenzen, das ist nicht die Frage. Und natürlich haben wir auch ein Vertrauensverhältnis zu unseren Regierungsmitgliedern. Aber uns ist zumindest der Fakt bewusst. Neoliberaler Politikentwurf, also Georgios hat es ja schon für Griechenland gesagt. Und ich habe es auch der Presse auf verschiedenste Anfragen schon gesagt. Also in Thüringen wird es keinen Antrag im Parlament geben zur Einführung des Sozialismus. Weil das erstens wahrscheinlich nicht die Mehrheit fände und zweitens mit unseren Koalitionspartnern nicht durchzusetzen ist und drittens ich der Überzeugung bin, dass wir den Sozialismus natürlich über Bewegung von unten aufbauen müssen und das nicht einfach beschließen können als Parteien. Ja? Dass wir da über das Land Thüringen reden, sei nochmal dahingestellt als letzten Punkt, der es verhindert. Aber wir versuchen, wo wir es können, natürlich auch das System auszutricksen bzw. auszunutzen. Und deswegen ist eine Frage, wie die kostenfreie Bildung und das kostenfreie Kita-Jahr am Ende als bildungspolitische und sozialpolitische Maßnahme ein Stückchen weit das Schnippchen schlagen, wenn es darum geht, immer nur private Verantwortung auch in einem neoliberalen System voranzutreiben. Und deswegen mache ich da den Punkt, unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber wir tun alles, was wir können. Well, trade unions. The clientelism of the old political system was not limited to the government and the oligarchs. It was permeating practically all institutions of society and the political at the same time. So trade unions have been also permeated by this clientelistic spirit, and not just by that. Greece is maybe the only country in Europe that the trade unions are not financially self-sustained, but they are financed by the state. It's the Minister of Labour that gives money to the trade unions. And of course that creates a very, very avoidable influence of the state power over the trade unions. I do not interrupt this financing this year, because the trade unions, the Confederation, had their elections, and I did not want to give the impression that I wanted to use, although in the reverse way, the lack of money in order to asphyxiate them. But imagine a kind of situation that entails. There is a serious problem of representativity of the trade unions in Greece, and we must find a way, not as a government, of course, as a society, to face it. But despite this problem of representativeness, all movement against austerity
even social movements and demonstrations that were against us, in my understanding, are positive because they express the opposition of the average citizen towards these policies. And I was always saying that I think that people going at the street, even protesting our decisions, are a tool of us during the negotiations. And as a joke, I'm telling you that the Confederation of the Public Servants, hearing that, has made a photograph of me at real size, and during their demonstrations, they were taking me with them as a poster showing them that I demonstrate also together with them. With Harris, we have a very interesting discussions. My only remark, and of course, I always respect his positions. That's the essence of the dialogue between different candidates of the left. My personal slight remark is that even the optimism that it is based on will, it has agnostic foundation. We want to be optimistic because we know that the change is possible. And I think we must not omit the fact that having, for the first time, a government of the radical left in Europe is an event of historical proportions. Does not say anymore anything about the future. We may be defeated. But it is not something to overpass it like nothing happened. We do not speak a lot about revolution, and we should. But to be frank, even us, we don't know what socialism would be. The immediate tasks in Greece are not for revolution and for socialism. But we are not as left only for the immediate tasks. I think that we must combine our effort to face this counter-revolution of neoliberalism and trying to think, because we lack, I say it again, this general theory that would try us, that would give us the possibility to picture the society of tomorrow. To put it in a metaphor, as Lenin has transformed the Marxism of the 19th century to the Marxism of the 20th, we need a revolutionary theory now for the 21st century. We have experiments from the anti-globalization of movements, from different movements that try to incorporate this opposition, not just to neoliberalism, but to capitalism itself. But in my understanding, we lack this general theory on what we want and how it's going to be happened. And that brings me to the last question. I fully respect your criticism, and we're not the Bolsheviks, but if there was a time machine and both of us were going there, I can imagine you asking Lenin why he have signed the Brest-Litovsk Treaty, or some years ago why he has gone to the NEP. Sometimes the political constraints and the material conditions put us limits to what we are trying to do. And I fully understand also that you may have objections for the overall direction we are going. And therefore, I think it's very important meetings like that, because it allows different currents of the left, like the one I express and the one that you are expressing, to have a dialogue, to respect each other, and try to see what will be the fruit of this dialogue. But please, and I'm returning now to what Axel has said, opinions are different than facts. We have never bulldozed refugees. So I don't want you to like us, but do not buy anything that the mass media, who know by whom are controlled, feeds to the European audience. We are trying hard to have a policy of the left under very harsh conditions and circumstances. And after having made this painful for everybody of us compromise of July,
but we are not sold to capitalism or to neoliberalism. At least trust our sincerity. And this is a response to what we can do as left. Unite our forces, making fronts. Neoliberalism is now at the position of fascism in the 30s. We can unite against it a broad spectrum of forces. Those that are opposing the European Union and think that its demise is the solution. Those who do not oppose the European Union itself and think that they could change it. Because now the basic contradiction is not between those that like the European Union and those who do not like it. The basic contradiction is between neoliberalism and its foes. Provided that this expression of fight against neoliberalism is becoming from the left and not from the right. Thank you.